Hallo zusammen und willkommen zu einer, ja, wieder ins Leben gerufenen Kategorie, die ich genannt habe, einfach nur zocken. Einfach nur zocken ist eine Kategorie. Ich habe schon damals, ist ein bisschen länger her, immer wieder mal Folgen gemacht. Hier zocke ich einfach irgendwelche Games, wo ich gerade Bock drauf habe. Ihr könnt euch die anschauen, ihr könnt mir zuhören, ihr könnt es aber auch sein lassen. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr jetzt sagt, wo was hellet los, habe ich gar keinen Bock drauf. Dann ist okay, ne? Ist okay. Ich werde bei YouTube, ich habe am Anfang die ersten Folgen einfach nur zocken, habe ich auch immer hingeschrieben, was ich spiele. Aber ich möchte, das bleibt jetzt eine Wundertüte. Wenn ihr also den Titel seht, einfach nur zocken, könnt ihr euch überraschen lassen. Klickt mal drauf, guckt, ob es ein Spiel ist, was euch interessiert oder auch nicht. Es ist so meine Kategorie, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich will einfach irgendwie, ich habe gerade Bock, was zu zocken und denke mir, scheiße, ich habe gerade Urlaub, dann mach doch einfach ein Video. Diese einfach nur Zocken-Videos, die kommen halt meistens, wenn ich irgendwie zu viel Zeit habe. Dann nehme ich das auf, wo ich gerade Bock drauf habe. In dem Fall Hell Let Loose. Ich habe eine 10-Stunden-Demo und habe mir gedacht, ich probiere das mal aus, weil eigentlich ein Shooter ist immer ganz geil, mal so für zwischendurch, ne? Und wie gesagt, die Kategorie ist jetzt wieder neu aufgelebt. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne auch ein Like für das Ding da. Wenn ihr jetzt sagt, boah, nee, Hell Let Loose, überhaupt keinen Bock, dann lasst trotzdem ein Like da. Und dann macht das Video einfach wieder aus. Vielleicht ist das nächste Video ja was für euch, was in der Kategorie einfach nur zocken kommt. Wie gesagt, da bin ich total flexibel. Ich zock alles irgendwo, wo ich gerade Bock drauf habe. Das kann auch mal eine Runde Fortnite sein. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Das kann auch mal, das kann alles sein. Hier zocke ich einfach alles. Und ich werde auch viel quatschen, viel dummes Zeug wahrscheinlich auch, weil, ja, ist halt, ne? Einfach nur zocken und dumm quatschen. Kann man auch so nennen, aber ich finde einfach nur zocken besser. Also, lass uns loslegen. Wir drücken mal hier und gucken mal, was uns so erwartet. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, Hell Let Loose. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal rumlaufen wie der letzte Noob. Aber egal. Es soll ganz lustig sein, habe ich gehört. Aber es soll so ein Underdog sein. Also irgendwo weit ab von COD und. Nee, ich will den Namen nicht ändern. Das ist schon alles super. Das ist alles super. Das, nee, das ist perfekt. Ja, zwischen COD und Battlefield und so kommen ja jetzt alle auch neue Games raus. Und da wollte ich mal gucken, wie Hell Let Loose so ist. Ich kann direkt ein Spiel finden. Ich kann, was ist Kaserne? Keine Ahnung. Passe deine Rolle an. Okay. Spielanleitung haben wir auch. Oder Spielanleitung. Ich weiß auch, wie man schießt und so. Das sollte kein Ding sein. Crossplay-fähig ist es, sehe ich gerade. Cool. Wir finden einfach mal ein Spiel, würde ich sagen. Wir gucken, lassen einfach mal auf uns zukommen hier. Also in der Kategorie einfach nur zocken, kommen auch durchaus Spiele, die ich lange, lange Zeit gespielt habe und lange, lange Zeit nicht mehr gespielt habe. Wie zum Beispiel World of Tanks, habe ich auch wieder Bock drauf. Wird auch bald nochmal kommen. Fortnite, ja, kommt auch mal. Spielen wir mal ein paar Runden. Ich habe da noch so ein paar Ideen, was man bei Fortnite vielleicht ganz interessant machen könnte. Weil ich bin nicht der beste Fortnite-Spieler, ganz ehrlich. Bin so ein 0815-Spieler, würde ich fast sagen. Ich kann nicht bauen und so. Ja, Spiel gefunden, das ist gut. Dann leg los. Carentan, okay, das ist Normandie, Frankreich. Wird dann französisch Corentin ausgesprochen? Kann das sein? Ich kann kein Französisch. Hätte ich jetzt mal einfach so gedacht. Naja. Ah, dauert aber ziemlich lange. So, was müssen wir machen? Kommandant, Infanterie. Aufklärung finde ich gut. So, und jetzt? Mein Gott, was sind das alles hier? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Stationieren.
Oh, okay. Wir sind im Game. Erobert. Okay. Also schlecht sieht's nicht aus. Es ist aber langsam. Es geht wahrscheinlich eher so ein bisschen in die Simulation. Wir werden es sehen. Wenn wir jetzt noch kein wirkliches Bild machen. Kann man irgendwie rein? Nein. Oder ist das... nee. Okay. Was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Hier ist nichts. Hier wird mir nichts angezeigt. Gar nichts. Ich weiß einfach gar nicht, wohin ich muss. Gerade wurden mir noch irgendwelche blauen Flecke angezeigt. Machen wir eine Karte? Wo bin ich? Keine Ahnung. Muss ich dahin? Ja, ich glaube, da laufen zumindest ein paar blaue. Ich weiß nur nicht, welche Richtung das ist. Da oder da? Westen. Ich guck mal. Ich glaube, ich muss in Richtung Westen. In Richtung Westen ist es rot. Und deswegen werden wir jetzt Richtung Westen rennen einfach und gucken, was uns da erwartet. Keine Ahnung, hier ist erstmal gar nichts los. Ich weiß auch nicht, wo ich gestartet bin. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Bin ich da der gelbe Punkt? Bin ich am Arsch der Welt? Boah. Ja, es sieht schon schön aus. Also ich kann mir hier so Häuserkämpfe, kann ich mir schon echt gut vorstellen. Wo ist Westen da? Nur... Boah, habe ich weit zu laufen, ey. Kann man... versetzen. Das hört sich gut an. Zack. Ja, ich bin im Kampf gefallen. Das ist richtig. Das war auch Absicht. Und jetzt bitte... Du wurdest... Einmal bestraft, plus 10 Sekunden. Ich muss 10 Sekunden warten, nur weil ich mich versetzt habe. Okay. So, jetzt möchte ich aber gerne... Ich kann nur da oben spawnen. Echt? Ich kann nur da und da spawnen. Ich meine, die Karte ist riesig, ne? Die Karte ist echt riesig. Aber ich würde einfach gern weiter spawnen. Ich würde weiter an der Action spawnen wollen. Das geht nicht. Einheit wählen. Ausrüsten. Übersichtstabelle. Wir spielen noch nicht gerade viele Leute, ne? Das sind ja gerade mal 5 mit mir. Gegen 3. Sehe ich das richtig? Jetzt 4? Ah. Okay. Naja, nein, ich möchte nicht abbrechen. Ich möchte nur einfach nicht so weit laufen müssen. Das wäre cool. Stationieren. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich drücke auf Stationieren und dann bin ich wieder hier. Wieder hier hinten am ADW. Da bin ich. Ja, da ist der Hafax. Kann man sehen. Und jetzt muss ich bis da laufen. Da bin ich eine Viertelstunde unterwegs. Da sind die anderen Leute hier alle. Ja, die nehmen das anscheinend gerade ein. Und wenn ich Pech habe, muss ich sogar bis hier laufen. Boah. Das ist, das ist stramm. Und anscheinend wird der... Oh, das kann man relativ weit zoomen. Anscheinend wird der Bahnhof gerade auch eingenommen. Kann das sein? Dann müssen wir also nur bis zum Bahnhof rennen. Was auch massig ist. Wir rennen einfach mal, Leute. Wir rennen einfach mal. Boah, wenn ihr das Spiel kennt, ne? Könnt ihr ja mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so in Ordnung ist. Ja.
Ob man wirklich die ganze Zeit rennen muss. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich sterbe. Und dann muss ich wieder den ganzen Weg rennen? Das ist ja kacke. Also da habe ich ein Battlefield oder ein COD dann doch lieber. Wo ich mir einen Spawnpunkt aussuchen kann, der irgendwo auf der Karte liegt, wo ich gerade erobert habe oder so. Ich renne jetzt hier auf ein Gebüsch zu. Guck mal, ob ich da auch durchrennen kann. Oder ob das eine Wand ist. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ne, ist eine durchsichtige Wand. Eine unsichtbare Wand. Okay. Hey, und dann ist das auch so viel Wasser. Wo ist Westen da? Oh, da, der Bahnhof wurde eingenommen. Das sind 750 Meter. Ja, ja, der sprintet halt wie eine Oma, ne? Sonst wäre das wahrscheinlich noch nicht mal so ein Problem. So, hier ist ein Zaun, da muss ich drüber. Und dann komme ich da gleich an und werde direkt erschossen. Und dann mache ich aus. Ich bin jetzt schon kurz davor auszumachen. Hey! Blöder Stock. Aber ich möchte zumindest einmal irgendwie gefightet haben. Sonst gehe ich hier ein bisschen Holz hacken oder so. Ah, hier ist ein Loch im Zaun. Nice. Wo ist denn jetzt? Da ist rot. Okay, dann rennen wir jetzt in die... Das wurde mir kurz angezeigt. Und dann war es wieder weg. Pass mal auf, gleich kriege ich irgendwie einen Sniper-Schuss ab und bin sofort down oder so. Irgendwas kommt da gleich. Der Gegner, der wird sich ja wahrscheinlich noch entweder rumtummeln oder in Richtung mir laufen wahrscheinlich, ne? Karte? Oh, wir rennen so ein bisschen versetzt zum nächsten blauen Punkt. Ja, gucken wir mal. Wo sind denn meine anderen Leute? Ach, die sind alle bei Lamos... Lama... Mayma... Lesson... Keine Ahnung. Hallo? Hallo, was war das denn? Alter Schwede, hab mir erschrocken. Jetzt fängt mein Joypad hier an zu vibrieren wie die Hölle. Nur weil da ein Flugzeug über mich... Ey. Das ist ja merkwürdig. Ah, ich bin noch im falschen Dämpfer. So, hier lang. Genau. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Also Vibration muss man, glaube ich, ausstellen bei dem Game. Das ist nicht so nice. Wo sind wir? Oh, das ist noch ewig und 3 Tage, bis wir da sind. Mein Gott. Naja. Schön gemacht ist es ja. Das muss man sagen. Also grafisch echt gut. Echt detailliert, echt gut gemacht. Diese Einschusslöcher und so. Echt gut gemacht. Ich komme hier aber leider auch nicht rein. Ich weiß nicht, wie man, ob man überhaupt in Gebäude kommt. Vielleicht einige wenige oder so. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sind in der Nähe vom Bahnhof. Wir sind Schienen. Spring doch darüber, Mann. Echt. Sondern nur ein starrer Lazo. So, wie weit? Ja, wir sind gleich da. Okay. Hey, kletter da hoch. Mein Gott. So, ich würde mich mal so ein bisschen einfach hier auch... die Häuser bewegen, damit ich kein leichtes Ziel bin. Den könnte man aber nicht aufmachen, ne? Versuchen wir ein paar andere Knöpfe zu drücken hier, ne? So, was sagt die Karte? Wir sind da. Und wir nehmen auch bereits ein. Ohne einen Gegner gesehen zu haben.
Ihr seht das, der Balken wird langsam dabei Bahnhof blau, das heißt, ich nehme das Ding ein. Ich hätte auch ganz gerne mal auf den Gegner geschossen. Echt? Aber wenn man natürlich nur drei Gegner hat... Ja, jetzt haben wir ein paar mehr. Ist gerade Xbox wieder dabei. Boah. Naja, warten wir mal ab. Wir haben es gleich eingenommen, auf jeden Fall. Was riesig, ne? Ist echt riesig, die Karte. Das ist krass und so detailliert. Das ist Hammer. Wenn jetzt hier, wenn ich mir vorstelle, dass hier irgendwie so, weiß ich nicht, 100 gegen 100 wäre locker machbar auf so einer Karte, wenn die Punkte vielleicht ein bisschen besser verteilt wären. Das wäre schon geil. Ich sehe gerade hier Monhalas oder was da unten wird auch eingenommen. Wenn wir jetzt hier den Bahnhof eingenommen haben, dann rennen wir runter. Würde ich sagen. Ich glaube, wir haben den Bahnhof eingenommen, oder? Ja. Nice. Moment. Hier war eine Tür. So, jetzt muss man mal gucken. Monhalas, wo ist das? Ach, das wurde schon wieder von uns eingenommen. Ja gut, dann gehen wir da in die Richtung. Entgleister Zug. Dann gehen wir in die Richtung. Also es sieht geil aus. Definitiv. Nur Gegner. Die werden auch noch cool. Bei einem Weltkriegs-Shooter. Und so ein paar Gegner wären schon cool. Also es ist schon sehr realistisch. Wahrscheinlich kriege ich gleich wirklich eine Kugel ab und bin down. Das sieht so nice aus. Da ist ein Parukla drin. Mal gucken, bin ich auf Kurs? Wieder vibriert. Warum? Warum tut's das? Das erschreckt mich total. Karte. Okay, ich komme jetzt gleich in Feindgebiet. Kann ich hier hochklettern? Aber da, ne? Das sieht doch so aus, wenn man in dieses Gebäude rein kann. Also von den Fenstern her sieht es nicht so aus, aber da oben ist halt so ein offenes Fenster und da kann man mit Sicherheit irgendwie rein. Jetzt bin ich mal hier vorsichtig an der Ecke, das ist so eine Straße. Oh ja, da kann man rein. Nice, wir gehen mal ins Haus rein. Das ist auch krass gemacht. Das ist echt gut. Boah, wenn hier bei dem Spiel jetzt echt noch ein paar Gegner wären, ne, das wäre geil. Hier ist... Ah ja, da oben ist eine Lampe. Okay, dann macht das Licht wohl Sinn. Warum ist der Punkt jetzt eingenommen? Ne, der ist noch nicht eingenommen. Merkwürdig. Das war blau. Keine Ahnung warum. Bin ich denn noch... Ja, ich bin noch richtig. Okay. Ich renn mal hier lang. Ich näher mich mal von der Seite. Mal gucken. Entgleister Zug. Das sieht nach einem entgleisten Zug hier aus. Ein bisschen. Aber wir werden uns jetzt mal hier hinpflanzen und nochmal auf die Karte gucken. Ja, 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 ja. Wir sind da. Wir nähern uns auch von der Seite, wie geplant. So, hier. Entgleister Zug. Jetzt hocken wir uns mal hier hinter und gucken uns noch mal einmal die Karte an. Ja, wir nehmen einen, ne?
ohne bisher einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben. Was ein bisschen traurig ist. Ich hätte gerne einen Gegner getötet in diesem Game. Aber das ist nicht gewünscht. Ich muss gleich wieder zurück. Ich bin nicht mehr. Bin nicht mehr in der Zone, in der Einnehmzone oder wie auch immer sich das schimpft. So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder drin. Und man kann auch irgendwie zoomen, ne? Jetzt muss ich nur mal gucken. Naja, das ist die Legende. Wie kann man denn zoomen? Ach, da. Steuerkreuz. Ja, ich bin auf jeden Fall drin. Ich höre auch hier Schüsse. Oh, eine Zweitwaffe? Nein. Tja. Die Jungs kommen auch alle. Ich bin quasi hier anscheinend der Erste. Und das Ding ist quasi, glaube ich, gleich eingenommen auch. Ich kann einen Spawnpunkt platzieren. Wie? Wie? Führungsfunk? Mit der Einheit sprechen? Nähe. Sichtbar für Kommandant. Uhr. Uhr. Bauen. Jo, ich habe keine Munition mehr. Ja, geil. Ich habe den 3-4 Mal getroffen und der mich einmal. Ende. Okay. Ich wollte auch gerade einen Spawnpunkt hinstellen, damit ich nicht nochmal raufen muss. Ja, so ist das. Ne? Jetzt muss ich wieder von ganz hinten laufen. Nee, Leute, das soll's gewesen sein. Das ist nicht mein Spiel. Definitiv nicht. War ganz interessant. Also die Grafik sieht geil aus. Die Grafik sieht echt geil aus. Die Karte ist riesig. Also echt riesig. Aber ich hätte einfach auch gerne mal in der Nähe gespawnt. Das wäre geil. Ich kann doch nicht sein, dass ich hier nirgendwo spawnen kann. Pff. Nur in diesen Dreien hier. Merkwürdig. Echt. Naja. Also, wird gelöscht. Das ist halt nicht meins. Könnt ihr ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was ihr haltet von dem Game. Ob ihr es schon mal gespielt habt, würde mich auch interessieren. Ob es da besser war, würde mich auch interessieren. Ob mehr los war oder so. Keine Ahnung, schreibt mal rein. Also, ich sag mal bis zum nächsten einfach nur Zocken-Video. Da wird es was ganz anderes sein, definitiv. Also seid gespannt. So, bis dann, ciao.